Moinsen, ihr Flitzpiepen, ihr flaumbärtigen Lumpen und alle, die nicht so genannt werden wollen. Ich bin der Cubis-Erklärbär. Und ich mache mal wieder den X32-Erklärbär. Das ist jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, Teil 5 meiner X32-Serie. Und zwar kümmern wir uns heute um die eingebaute USB-Audio-Interface-Karte, wie auch immer man das nennen will. Ja, ich bin schon länger im Besitz des X32 und deshalb habe ich leider nicht die X-Live-Karte, wie sie sich nennt. Ich habe nur die X-USB-Karte. Deshalb kann ich auch nur zu dieser Karte was sagen. Soll uns auch nicht großartig stören. Die X-Live-Karte hat genauso wie die X-USB-Karte auch ein USB-Audio-Interface drin. Und das ist ja das, was uns in Kombination mit Cubis interessiert. Die X-Live-Karte hat halt noch die Möglichkeit, direkt auf SD-Karten bis zu 32 Kanäle irgendwie aufzunehmen. Aber wie gesagt, da soll sich jemand anders drum kümmern. Ich habe das Ding nicht. Und diese SD-Karte-Aufnahme bringt uns auch erstmal nichts, wenn wir mit Cubis arbeiten. Fangen wir mal ganz vorne an. Wir machen es mal ganz simpel. Hier links seht ihr den Mixer von Cubase und hier rechts seht ihr die X32-Software. Ich zeige euch erstmal meine Studioeinstellungen in Cubase. Ich habe natürlich die X-USB-Karte ausgewählt und dann kann man hier noch irgendwie Einstellungen vornehmen. Ich habe jetzt einen relativ kleinen Buffer genommen, weil das Ding wird jetzt auch gerade nicht belastet, deshalb ist das relativ egal. Dann gucken wir noch bei F4 rein in die Audioverbindungen bei den Eingängen. Ich habe jetzt einfach mal nur 4 Eingänge gemacht, weil ich kriege das sonst auch nicht hier so untergebracht auf dem Bildschirm, dass ihr alles sehen könnt. Aber das lässt sich natürlich dann auch übersetzen auf 32 Inputs und so weiter und so fort. Ausgänge. Das, was ich aus Cubis rausschicke, schicke ich über die Karte, über die Ausgänge 31, 32 wieder ins Pult rein. Das soll uns jetzt erstmal großartig nicht stören. Das hat was damit zu tun, damit, wenn ich nachher die im Routing vom X32 hin und her schalte, ich mir das nicht zerschieße, was ich aus Cubis zurückbekomme. Normalerweise stellt man natürlich dann hier 1 und 2 ein oder whatever. Ja, aber das kann man sich eigentlich auch zusammenreimen aus dem Teil 4, wo ich über die Outputs geredet habe. Wir werden sowieso jetzt viele Sachen wiedererkennen, was ich in Input- und Output-Videos zum X32 schon gesagt habe. Okay, soweit zu Cubase. Dann kommen wir einmal, das hier noch, hier sind diese 4 Inputs und hier habe ich mal 4 Spuren angelegt. Und die Spuren haben jeweils den Input 1, 2, 3, 4. Wieso, weshalb, warum? Das werdet ihr gleich verstehen. Jetzt sind wir mal im X32. Hier ist also mein Return aus Cubase, den ich über die Karten Input 31, 32, Ausgang 31, 32 aus Cubase raus, sind die Karten Inputs im X32, 31, 32. Wir haben jetzt viel 31, 32, 32, 31, 31, 32 und X32 gesagt. Das ist verwirrend, ich weiß. Aber da kommen wir nicht drum herum. Ich zeige euch mal das Standard-Routing. Wir sind hier im Tab Karte vom Routing. Da wird hier auch angezeigt, welche Karte verbaut ist in dem X32. Standardmäßig würde ich sagen, ist das so, dass man entweder die lokalen Inputs am X32 benutzt. Also was ich hinten in Input 1 reinstecke, kommt auch über den Karten Input 1 in Cubis rein. Hier wieder dieses Umdenken. Unser Karten-Output am X32, Output 1 bis 8, wären die Inputs 1 bis 8 in Cubis. Na, das ist wieder um die Ecke denken. Obacht! Das wäre der Standard oder meinetwegen auch hier diese über AES50, wenn man eine Stagebox hat. Das ist dasselbe wie hier im Input-Tab, von wo ich mir die Signale hole. Da will ich hin. Und wenn man irgendwas hiervon auswählt, dann ist das direkt hinter dem Preamp, aber mit Low-Cut.
Wir haben also jetzt die lokalen Preamps hier ausgewählt. Ich mache das Routing-Tab mal zu und gehe auch in der X32-Software mal hier hin, dass ihr die ersten Inputs hier sehen könnt. Und jetzt habe ich natürlich wieder ein Mikrofon angeschlossen an der X32 und zwar im Channel 1. Das könnt ihr jetzt noch nicht hören, aber wir werden es sehen. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Mikrofon und halte das mal neben das Mikrofon, mit dem ich jetzt in OBS reinquatsche. Jetzt seht ihr, am Channel 1 kommt was an und am Input 1, ne, Obacht, das gelbe Federkappen, das sind die Input-Kanäle von Cubase. So, wir haben die Inputs gewählt, die hinten am X32 dran sind. Heißt, ich habe für Channel 1 den Input 1 gewählt. Wir können natürlich hier auch andere wählen, aber wir lassen es jetzt mal simpel. Input 1 kommt am Kanal 1 an und Input 1 wird über Karten-Input 1 nach Cubase geschickt. Jetzt mache ich hier mal den Monitor-Button an. Dann sehen wir auch, dass das hier dass das auch hier auf dem Kanal ankommt, wo ich den Input gewählt habe. Und der wird auf den Stereo-Out von Cubase geroutet. Also kommt er hier hin. Und zack, weil das der Stereo-Out von Cubase ist, den habe ich hier drauf geroutet, weil ich mir diese Karten-Inputs 31, 32 habe ich mir auf die AUX-Ins 1 und 2 gelegt und habe die so benannt, wie es hier steht. So, ihr seht, es kommt alles da an, wie wir es eingestellt haben, und es kommt auch raus, wo wir es eingestellt haben. Das wäre der simple Weg. Und es wäre aber nicht der Cubase erklärbar, wenn ich es dabei belassen würde. Wir gehen nochmal ins Routing rein. Und jetzt gucken wir uns mal an, wenn wir als Input, also quasi die Source, die Quelle für die Karten-Outputs, die wir rüber schicken nach Cubase, nicht die lokalen Preamps nehmen. Ich kann dieses Mikrofon übrigens mal von meinem Mund wegnehmen. Das irritiert mich nur, weil ich das doppelt höre dann. Wir wählen nicht die lokalen Inputs oder keine AES50 Inputs, sondern wir wählen einfach mal die Outputs 1 bis 8 als Quelle für die Audiokarte, die drin steckt. Und dann gucken wir uns an, was habe ich eingestellt bei den Outputs. Die Direct Outs des Channels. Ich habe jetzt also auf 4 Kanälen jeweils den Channel 1 genommen als Quelle, habe aber an Output 1, wenn wir hier unten uns diese Legende angucken, habe ich den Direct Out des Channels 1 am Input und mit dem Mute-Button zusammen. Auf Output 2 habe ich wieder Direct Out Channel 1, aber dann Pre-EQ und Mute. Und dann, ne, Output 3 habe ich Post-EQ und Mute. Und Output 4 habe ich Pre-Fader und Mute. Und wenn ich jetzt in das Mikrofon spreche, was am X32 angeschlossen ist, wenn wir hier links in Cubase gucken, auf Kanal 1 schicke ich raus dasselbe, was wir eben hatten. Direkt hinter dem Preamp und dem Low-Cut. Auf Kanal 2 schicke ich raus vor dem EQ. Warum kommt da manchmal was und manchmal nichts? Jetzt kommt was, jetzt kommt nichts an. Das liegt daran, dass ich, wenn wir uns den Channel Strip mal angucken, dafür muss ich die Software mal groß machen. Wir haben also gesagt, auf Kanal 2 des Audio-Interfaces schicken wir Richtung Cubase das, was also Pre-EQ. Jetzt schauen wir uns die Reihenfolge hier mal an. Wir haben hier quasi den Preamp und hier den EQ. Und es wird vor dem EQ abgegriffen. Na, ich zeige euch das nochmal. Grüner Tab heißt Pre-EQ. Aber ich habe das Gate eingeschaltet. Und wenn ich das Gate, muss ich mal klein schalten. So, ich schalte jetzt mal das Gate. Ne, ich rede jetzt extra mal ein bisschen leiser. Ihr seht, hier ist an Kanal 1, kommt quasi direkt hinterm Preamp an. Und hier Pre-EQ. Ich schalte das Gate mal aus. Hey, 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 hey.
dann sehen wir, dann kommt hier dasselbe an wie in 1. Das Gate wieder an. Das Gate arbeitet natürlich. So, auf Kanal 3 über die Karte schicke ich raus Post-EQ. Ich habe den EQ hier eingeschaltet. Ich nehme dann wieder das Mikro. So, ich schalte das Gate mal aus, damit man das besser sieht. So, hier ist Post-EQ. Und wenn ich den EQ, ich habe natürlich jetzt hier eine wahnsinnig schlaue EQ-Kurve eingestellt, dass man also ganz krass das hier auch optisch sieht, dass da weniger ankommt, weil ich einfach alles abgesenkt habe. Und wenn ich den EQ jetzt mal ausschalte, so, dann kommt hier wieder dasselbe. Ich schalte den EQ ein, kommt dasselbe. Ich schalte den EQ mal aus, dann schalte ich den Low-Cut ein und dann werdet ihr sehen, dann verschwindet, ne, dann geht es überall runter, weil der Low-Cut extrem hoch gesetzt ist bei 400 Hertz. So, aus. EQ an. Und dann haben wir noch den Tab Pre-Fader. Und wie ihr seht, ich mache mal den EQ aus. Ne? Hier ist jetzt auf Kanal 4, also Input 4 in Cubase, ist der Karten-Output 4 vom X32. Der ist Pre-Fader und da haben wir die Dynamics eingeschaltet. Ich habe natürlich jetzt den Threshold ganz runtergestellt, dass wir eine riesen Gain-Reduction haben. Und wenn ich den jetzt ausschalte, den Kompressor, zack, dann haben wir hier auch wieder denselben Pegel. Ich schalte den Kompressor ein, zack, selber Pegel. Jetzt machen wir noch eine Sache. Und zwar, man kann ja hier einschalten, wo die Dynamics sind, ob die Pre-Equalizer sind oder Post-Equalizer. Und wenn wir die jetzt mal auf, beziehungsweise andersrum, wie ich es gerade gesagt habe, jetzt ist es Pre-Equalizer. Und jetzt sehen wir, wenn ich das Gate, die Dynamics hier eingeschaltet habe. Die Dynamics liegen jetzt vor dem EQ. Der Channel 3 ist ja Post-EQ. Jetzt habe ich ja die Dynamics, also den Kompressor, vor den Equalizer geschaltet und wir greifen hinter dem Equalizer ab, also greifen auch die Dynamics. Ne? Sollte klar sein. Hey, immer hier hingucken, da sieht man das. So, jetzt schalten wir die Dynamics wieder hinter den Equalizer. Jetzt wird hier abgegriffen, dann wird Post-EQ der Kompressor nicht berücksichtigt und dann haben wir den vierten Tab und ich zeige euch das nochmal. Das war Pre-Fader und dann Pre-Fader wäre hier, also greift der Kompressor. So, wenn wir jetzt auch noch die Inserts, die wir ja benutzen können, ich mache mal groß, wir haben ja, ich habe mal als Insert hier einen Gitarrenamp, damit das auch ganz, ganz deutlich wird, genommen und habe den auf Channel 1 gesetzt. Wieder klein machen. So, wir sind hier immer noch Pre-Fader. Und der, na, wie komme ich da jetzt nochmal dran? Ich muss mir den mal hier raufholen. So, hier ist unser, ne, ich habe den Level mal ganz hochgeschoben. Leider, und das erschließt sich mir nicht so 100%, hätte ich eher gedacht, der Abgriffspunkt Pre-Fader in der Karte wäre dann aber hinter dem Insert zumindest. Ist es leider nicht. Weil auch wenn wir uns hier dieses Schaubild angucken, der Insert kommt für mich jetzt hier vor der Main Section und für mich wäre der Fader irgendwie gedanklich auch erst hier. So hat Behringer das aber nicht gedacht. Vielleicht liege ich da auch falsch mit meiner Denkweise, aber wir müssen jetzt im Routing hier an dem Punkt das ändern auf Post-Fader. Und jetzt sehen wir, ich mache mal die Dynamics aus. Post-Fader sind ja alle Sachen hier drin. Wenn ich hier alles einschalte, dann seht ihr, dann kommt auch hier, wenn ich leise rede, dann wirkt auch das Gate hier, dann kommt das da nicht an. Ich mache diese ganzen Tabs mal aus. Und jetzt sehen wir hier auf Kanal 4 Post-Fader. Wenn ich den Fader runterziehe, kommt da nichts an. Jetzt ziehe ich den Fader hoch, zack, 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 zack. Und hier ist dieses furchtbare, ne, jetzt schalte ich das mal. Achso, er will es trotzdem so. Na gut,
So, jetzt, ihr seht, ich habe hier den Level von diesem Gitarren-Amp. Gitarren-Amp auf der Stimme ist natürlich totaler Mumpitz, aber was soll's. Na, oh, hochgeschoben, ihr seht, jetzt, wenn wir den Post-Fader-Abgriffspunkt wählen, dann werden auch die Inserts mit aufgenommen. Okay, genug des Unsinns. Wir sind immer noch nicht am Ende. Wir könnten aber auch über die Karte Ultranet zum Beispiel schicken. Und jetzt gucken wir an, was haben wir in Ultranet eingerichtet. Im Ultranet habe ich eingerichtet, dass die Karte, also Ultranet Output 1 und 2, ist der Mixbus 1 und 2, und zwar Pre-Fader und Mute. Und der Ultranet Output 3 und 4 habe ich mal den Direct Out vom FX Nummer 1. Und das habe ich in der Karte gewählt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was da in QS jetzt ankommt. Achso, dafür sollte ich euch vielleicht kurz zeigen, was ich wo wie. Ups, jetzt ist es wieder weg. Mein Gott, mit 23 Fenstern rumhantieren, das verwirrt mich dann doch ein wenig. Also, wir gehen mal hier hin. Da muss ich groß machen. Ich muss groß machen, ja. Also, ich habe FX1 ein Delay drin, FX3 einen Hall. So, wo haben wir den Channel 1 denn hingeroutet? Dann gehen wir mal in die Sends. Und ich habe den Channel 1 auf Bus 15 und 16 geroutet. Und ich habe den Channel 1 auf Bus 1 und 2 geroutet. Und jetzt wird es noch durcheinanderer. Ich habe den FX Out 3 auch auf dem Bus 1, 2 geschickt. Also meinen Hall schicke ich Pre-Fader auch auf Bus 1, genauso wie ich Channel 1 auf Bus 1 geschickt habe. Beziehungsweise jetzt schicke ich ihn dahin, vorher habe ich ihn nicht. Ah nee, ich will das ja so machen, dass da nur der Hall ankommt. Ja. Den, FX1-2 habe ich ja im Routing im Ultranet auf 3-4 geschickt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken das in Cubase an. Ich rede wieder in das andere Mikrofon. Hey. 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 Wir sehen hier den Hall. Und wir sehen hier das Delay. Wie kann ich euch das mal hörbar machen? Muss ich mal. Hey. 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 So, jetzt kommt nur der Hall. Und Delay. Und Delay. Und Delay. So. Ja, ich hoffe, das ist deutlich geworden. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Wir können noch ganz verrücktere Sachen machen. Wir können die User-Outs benutzen. Die sind uns ja schon, ne, User-In, User-Out, habe ich in den anderen Videos schon drüber gequatscht. Und was habe ich hier eingestellt? Ich habe mir hier eingestellt, ich will auf User-Output 1 will ich den lokalen Input 1 haben, also da, wo mein Mikro angeschlossen ist, quasi der Preamp. Auf Output 2 möchte ich Mixbus 1 haben, auf Output 3 Mixbus 2, ne, das ist der Hall, wie eben gesehen. Und auf Output 4 habe ich den linken Output vom Direct Out vom FX1. Wäre natürlich sinnvoller, wenn ich jetzt noch einen weiteren Input hier in Cubase angelegt hätte, aber wie gesagt, das habe ich nicht gemacht, der Übersichtlichkeit halber. Deshalb lassen wir es auch weg. Und wenn ich das jetzt in der Karte auswähle, User Outs 1 bis 8, dann passiert Folgendes. Ich nehme wieder das andere Mikro. Hey, hey und hey. Das ist jetzt, ich mache mal das Mikro aus, mit dem ich normalerweise in OBS einquatsche. So, jetzt hört ihr nur das, was aus Cubase rauskommt. Das ist der Direct Out vom Channel 1. Das ist der Hall. Und jetzt hört ihr den Direct und das Delay. Und das Delay. Ei, ei, eins, ei. Eins, zwei, eins, zwei, drei, drei. Und jetzt noch mit Hall. Und jetzt noch mit Hall. Ist das nicht schön? Ja, ergibt natürlich soundtechnisch überhaupt keinen Sinn. Aber ich wollte euch nur zeigen,
was und wo und wie ihr hier irgendwelche Sachen abgreifen könnt und über die Karte in Cubase aufnehmen könnt. Das wäre dann zum Beispiel, wie kann ich die Effekte, die ich im X32 benutze, sagen wir mal, ich habe mir einen super Sound gebastelt hier auf Kanal 1 mit meinen super Einstellungen vom Gate, EQ und Kompressor und will das so in Cubase aufnehmen. Ja, dann wisst ihr jetzt, wie das geht oder auch nicht. Also ich musste mir die ganze Kacke 38 Mal irgendwo im Handbuch vom X32 auf Englisch durchlesen und so weiter und so fort, bis ich das begriffen habe. Viel Spaß beim 28 Mal dieses Video gucken. Ich verbleibe wie immer. Haut Schlag rein, trinkt euch noch ein Bier und locker bleiben.